ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein weiteres Tutorial für euch. Aber diesmal geht es nicht um Make-up, sondern um Haare. Ich zeige euch ein paar coole Frisuren, ganz einfach. Ich würde eher sagen für Faule oder für die, die kein Händchen für Flechten oder sonst irgendwas haben. Zum Beispiel bei mir. Ich kann dieses einfach nicht mit den zwei Zöpfen an der Kopfhaut. Das kann ich nicht. Deswegen habe ich eine ganz leichte Variante für euch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken und beim Nachmachen. Alles, was ihr dafür braucht, sind zwei Haargummis. Nee, gar nicht wahr, drei. Dieser Moment, wenn immer die ganzen Haargummis verschwinden. Ach, da habe ich noch eins gefunden. Also, Glück gehabt. Erstmal teilt ihr euch eure Haare auf in zwei Hälften. Fangt jetzt hier mit der linken Seite an und nehmt mir eine Strähne. Und dann drehe ich das und nehme mir immer wieder eine Strähne hinzu. Und dann drehe ich das bis ganz nach unten. So, jetzt kommt das Haargummi zum Einsatz. Jetzt macht ihr euch einfach das Haargummi drum. Und guckt, dass es natürlich fest ist, dass das hier nicht wieder kaputt geht. Und das macht ihr jetzt auf der anderen Seite. So, das wäre schon mal die erste Frisur. Jetzt kommt die zweite Frisur, auch ganz einfach. Ihr könnt das Ganze jetzt hier flechten. Dafür braucht ihr eigentlich gar nicht das Haargummi, sondern könnt einfach, wenn ihr das eingedreht habt, könnt ihr einfach weiter flechten. Ja, oder ihr macht das halt so und flechtet dann. Das wäre dann die andere Variante, die finde ich sehr, sehr schön. Die sieht halt so aus wie dieses Geflochtene, was auch hier direkt anfängt. Ich finde, dass es eine sehr, sehr coole Alternative ist, wenn man das nicht kann, zum Beispiel wie ich. Ich kann das absolut gar nicht, deswegen mache ich das, wenn ich solche Zöpfe haben will und mir die keiner machen kann, mache ich das dann einfach so, dass ich das an der Seite eindrehe und dann sieht es so ähnlich auch aus. Nächste Frisur flechtet ihr auch wieder beide Zöpfe. Ihr seht bei mir, das muss gar nicht so ordentlich sein. Das kann ruhig ein bisschen messy sein. Ich finde das sogar ein bisschen schöner, wenn es so locker, flockig ist. So, und jetzt dreht ihr die beiden Zöpfe. Dreht ihr einfach immer wieder zusammen. Wie gesagt, es muss nicht ordentlich sein. Und jetzt macht ihr euch einfach hinten und dort. Tada! Ich finde, das ist eine mega schöne Alternative für eine Hochsteckfrisur, für eine einfach eine schicke Frisur. Und ja, ich finde das mega süß. So, für die nächste Frisur nehmt ihr euch beide Zöpfe und macht es einfach zu einem Zopf.
So, und jetzt aufgepasst. Und zwar habt ihr dann hier wie so eine Schlaufe, so ein Loch. Und jetzt zieht ihr euch euren Zopf da durch. Jetzt habe ich eine ganz, ganz, ganz süße Frisur für euch. Die ist momentan sehr in. Und zwar sind das hier diese Bällchen auf dem Kopf, sage ich jetzt mal. Da teilt ihr euch vorne einfach bis hier zum Ohr. Nehmt ihr euch eine richtig dicke Feldsträhne. So ungefähr. Und lasst hier noch einen Teil von euren Haaren offen. Und jetzt dreht ihr das einfach zu einem Dutt. Ungefähr dann so. Ihr könnt euch noch natürlich Locken reinmachen, finde ich auch mega süß. Und wie gesagt, hier müsst ihr das echt nicht ordentlich machen. Ich habe es jetzt ein bisschen zu stramm gemacht. Es kann ruhig so wolkenartig sein. So, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, die Frisuren haben euch gefallen und vielleicht war es ja sehr hilfreich für euch, wenn man nicht so viel Zeit hat, wenn man das Händchen nicht dafür hat oder wenn man auch einfach keinen Bock hat. Und ja, die Frisuren sind super einfach, wirklich. Man muss dafür absolut kein Händchen haben. Man muss die Frisuren nicht total ordentlich machen. Und ja, sie sehen süß aus, schick. Und es ist mal was anderes, weil ich denke mir immer, boah, immer nur Haare auf und ich mache nichts damit. Ist auch irgendwie immer das Gleiche, immer langweilig. Und da diese Frisuren sehr einfach und schön und schnell sind, ja, sind die sehr, sehr perfekt dafür. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt es gerne in die Kommentare. Mehr Videos könnt ihr mich hier abonnieren. Und hier sind zwei meiner anderen Videos. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!